Zu einer der gefährlichsten Situationen im Straßenverkehr zählt das Aufeinandertreffen von Lkw und Radfahrern an Kreuzungen. Übersieht ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen den schwächeren Verkehrsteilnehmer im toten Winkel, sind die Folgen oft verheerend. Die größte Gefahrenquelle ist dabei der tote Winkel. An jedem Fahrzeug gibt es 4 Außenbereiche, die trotz Spiegel für den Fahrer nicht einsehbar sind. Direkt vor und hinter dem Fahrzeug sowie auf der linken und rechten Fahrzeugseite. Vor allem entsteht die Gefahrensituation an Stellen, wo parallel zur Fahrbahn ein Radweg führt, der Lkw-Fahrer an der Kreuzung rechts abbiegt und der Radfahrer, der Vorfahrt hat, rechts neben dem Lkw vorbeifährt. Der Radfahrer befindet sich in diesem Augenblick im Bereich des toten Winkels, welcher gerade bei Lkw besonders groß ist. Beim Abbiegen nach rechts sieht der Lkw-Fahrer durch den Außenspiegel nur den Bereich, der sich direkt am Fahrzeug nach hinten erstreckt. Ein geradeausfahrender Radfahrer im toten Winkel wird hierbei leicht übersehen. Was kann man dagegen tun? Um das Unfallrisiko zu verringern, sorgen die zusätzlichen seitlich blinkenden Fahrtrichtungsanzeiger und der tote Winkelaufkleber an der Lkw-Hecktür für mehr Sicherheit. Doch ein Restrisiko bleibt. Der Radfahrer sollte sich deshalb nicht im toten Winkel aufhalten und sich durch Blickkontakt des Lkw-Fahrers vergewissern, dass dieser ihn wirklich gesehen hat und stehen bleibt. Dann kann der Radfahrer die Kreuzung überqueren. Im Zweifelsfall sollte der Radfahrer auf das Vorrecht verzichten und so einen Zusammenstoß vermeiden. Wenn die Kreuzung wieder frei ist, kann der Radfahrer die Fahrt fortsetzen.